Jetzt geht's los! Ja, wir feiern heute natürlich unseren Feldertalradweg. Wir haben einige neue Abschnitte einweihen können. Zusammen mit der Stadt Kaltnotheim, mit der Gemeinde Kaltensundheim haben es geschafft, endlich mal die Strecke weiter auszubauen. Wir haben mit den beiden Landkreisen natürlich geschafft, jetzt auch die Infotafel und die Beschilderung mal ordentlich hinzubekommen, dass wir wirklich unsere Gäste und Touristen hier einladen können. Und es ist ja nicht umsonst, wir haben hier zwei Schulstandorte. Die Kinder werden bestimmt mit ihren Fahrrädern dann zur Schule fahren können. Entweder von der Stadt ins Dorf oder von dem Dorf in die Stadt. Und natürlich dann auch mal später nach Kaltnotheim. Nach unserer neuesten Konzeption startet der Feldertalradweg in Donndorf. Dort ist er natürlich auch sein Kreuzungspunkt von Werratalradweg, Rhönradweg und natürlich dann durch schöne Feldertal von Stadtlengsfeld über Dermbach bis Zella, Kaltennotheim, Kaltensundheim. Von Kaltensundheim geht es dann nach Schaffhausen, von Schaffhausen nach Melbers und von Melbers gibt es den Anschluss zum Badischen Radwegenetz nach Fladungen. Das haben wir jetzt geschafft. Auf 44 Kilometer ist der Radweg jetzt einheitlich beschildert, zusammen mit den anderen Radwegen. Und wir haben wunderschöne Ausblicke, schöne Angebote von schönen Kirchen über Fledermausdorf, Neidartshausen, über Röhm-Paulusdorf, Dermbach, das ist die Hohe Röhm mit ihren wunderschönen Ausblicken, die schöne Wehrkirche in Kaltensundheim. Wir haben wunderschöne Sachen eigentlich auf der Strecke. Ja, man kann hier nicht nur Fahrrad fahren, man kann auch unsere schönen Tafeln sehen, die wir damals bei unserer Belegarbeit in der 10. Klasse erstellt haben. Ein bisschen was über Planeten und das Sonnensystem lernen. Das Ganze ist auch nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder, denn wir haben immer unten auf jeder Tafel eine Frage gestellt, die dann auf der nachfolgenden Tafel beantwortet werden. Und man kann den Weg in beide Richtungen laufen, also einmal von Kaltensundheim nach Kaltennotheim oder auch andersrum in beide Richtungen, dann von der Sonne zum Neptun oder vom Neptun zur Sonne. Das ist